Hi Freunde des Heavy Metals, ich bin's Metal Mike, willkommen zu einem neuen Riff der Woche. Und heute gibt es wieder einen Song, der sich vor langer, langer Zeit mal gewünscht wurde. Und zwar ein Song von Nightwish, beziehungsweise ein Riff von Nightwish. Und zwar eines, das schon sehr viele Jahre auf dem Buckel hat, aber trotzdem eines für mich persönlich der besten Stücke von Nightwish ist. Bevor ich euch sage, um welches Riff es sich handelt, mal ganz kurz eines vorweg. Für diejenigen unter euch, die jetzt sagen, oh, ich hätte jetzt gerne lieber den und den Nightwish-Song gehabt, dieses Riff macht sich hervorragend auch als Wechselschlagübung. Ne? Wir haben nämlich eine Keyboard-Linie, die wir mit der Gitarre begleiten. Das war jahrelang meine Aufwärmübung. Also, wenn du sagst, das Riff ist zwar nicht deins, aber die Übung, die wird dir immens helfen, deinen Wechselschlag zu trainieren. Und da kommen wir gleich nochmal zu einem ganz anderen Thema, und zwar. Für die Leute, die mich wahrscheinlich nur aus den Riff der Woche Videos her kennen, ich habe auch andere Videos gemacht, wo ich gewisse Techniken und vor allem Tipps und Tricks im Bereich des Heavy Metal gebe. Schau da gerne mal vorbei und ja, um welchen Song handelt es sich? Und zwar um den Song Stargazers aus dem Album Oceanborn. Ich glaube sogar, das war ihr allererstes Album, was Nightwish veröffentlicht hat. Damals noch mit Tarja Turunen am Mikrofon. Und der Song ist eigentlich spielerisch nicht wirklich schwierig. Das Einzige, was den Song schwer macht, ist die Rhythmik dahinter. Und jeder, der meine Videos kennt, weiß, dass ich enorm viel Wert darauf lege, das rhythmisch zu erklären. Bei diesem Video sieht es anders aus. Ich zeige euch, wie ihr das zu spielen habt, spiele euch das langsam vor, das macht die Sache ein bisschen greifbarer für euch. Die Rhythmik halte ich ein bisschen zurück, weil, wenn ihr das erstmal in den Fingern habt und spielen könnt, dann werdet ihr merken, ach, das ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Wenn du es aber mit Metronom zusammenspielst, dann ist es schon ein bisschen schwierig, weil wir haben hier Notenwerte, die so in der Art eigentlich kaum vorkommen. Denn wir haben viele punktierte Noten und das macht natürlich die Sache schon immer ein bisschen schwieriger. Und deswegen halte ich mich jetzt mal, was die rhythmische Erklärung angeht, zurück. Ihr werdet aber, wenn ihr das in den Fingern habt, merken, dass es nicht so schwer ist. Wir gehen jetzt rein in die Nahaufnahme. Ihr wisst, ich würde mich mega über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir nochmal in die Kommentarliste, welcher euer Lieblingssong von Nightwish ist. Und ihr wisst ja, dass ich die Riffs der Woche nicht für mich mache, sondern für meine Follower bzw. die Zuschauer, die sich hin und wieder mal gerne ein Riff wünschen. Und das kannst du hiermit auch machen. Schreib mir in die Kommentare, welcher Song von Nightwish dich interessiert. Ich habe schon gesehen, einige wollten Wishmaster haben. Der wird mit Sicherheit auch noch kommen. Und wir gehen jetzt rein in die Aufnahme. Ich wünsche euch viel Spaß beim Umsetzen. Übt das langsam, ne, jeden einzelnen Teil Stück für Stück. Kriegt es erstmal in die Finger rein und dann wird das alles funktionieren. Ich wünsche euch, wie gesagt, viel Spaß. Wir gehen jetzt rein. Los geht's und ab geht die Fahrt mit Nightwish Stargazers. Los geht's. So, Freunde, da sind wir in der Nahaufnahme. Wir haben hier eine Geschwindigkeit von 126 BPM und die Tonart, in der wir hier überwiegend sind, ist G-Moll. Und wir starten hier auch gleich. Und das Allerwichtigste ist, dass wir hier auf einem Offbeat starten. Also nicht genau auf der C-Zeit. In dem Fall wäre das hier C-Zeit 3, sondern unmittelbar nach der C-Zeit 3 spielen wir nämlich eine 16-Notengruppe. Macht euch hier von den Zielzeiten nicht verrückt. Wir spielen insgesamt dreimal den gleichen Ablauf und spielen dann anschließend zwei Powerchords, die eine halbe Note lang klingen. Und wiederholen das Ganze noch einmal. Spielt ihr das mal einmal ganz langsam vor, um was es hier eigentlich geht. Wir ziehen uns rein. Eins, zwei, drei. Und danach ist auch sofort eine Pause, ne, wenn es in den nächsten Takt geht. Nochmal. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Zack. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Mal ein bisschen langsamer. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Und dann, wie gesagt, wiederholt sich das ganze Ding noch einmal. Und dann gehen wir in die Variante, in der wir das Keyboard unterstützen mit unserer E-Gitarre. Ne? Ich glaube, das ist soweit erstmal klar. Anschlag ist hier in der Regel, normalerweise würde man das mit einem Upstroke anfangen, weil wir einen Offbeat haben. Du kannst es aber auch gerne mit einem Downstroke spielen. Und wie gesagt, die Bewegung ist eigentlich nur das. Ne? Das ist nicht so schwer, wie es aussieht. Und jetzt gehen wir mal rein in die Melodielinie. Die wird jetzt folgendermaßen gespielt in dauerhaften 16-Noten-Manier. Also wir haben hier kontinuierlich vier Töne pro Klick. Und das kann man jetzt im Deutschen zählen eine Unde oder im Englischen one e-enter. Ich zähle das mal, ich spiele das einmal vor, was jetzt auf dich zukommt. Und wie gesagt, das ist auch eine hervorragende Übung, um den Wechselschlag zu trainieren. Ne?
Das ist die ganze Linie, die wir haben. Und die wird jetzt, wie ich dir eben schon gesagt habe, kontinuierlich in Sechzehntelnoten durchgespielt. Spielen wir das Ganze mal einmal ganz langsam vor. Dann haben wir die ersten vier Noten, sind das hier pro Klick. Eine Unde, dann zwei Unde, drei. Jetzt geht's hier in die Streckung rein. No? Und dann spielen wir Dreie, Unde, Viere, Unde. Und dann geht das Ganze ja wieder von 1 los. Eine Unde, zwei. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir jetzt hier einmal einen Halbton nach oben gehen. Ne? Und spielen jetzt hier die Liedlinie zu Ende. Auf der Zählzeit 2 ist das ja die zweite Sechzehntel. Also nochmal ganz langsam in dem Takt hineingezählt. Eine Unde, zwei Unde. Und dann Dreie Unde, Viere Unde. Und dann hätten wir das hier. Bis hierhin. Und dann sind wir auf der Zählzeit 3 angekommen. Und jetzt ist es so, dass wir hier mal abwechselnd eine Tonlinie spielen, die immer das G hier unten betont. Und zwar wäre das im Original, man sieht das auch viel auf YouTube, die spielen dann sowas hier. Aber das ist viel zu viel Bewegung. Deswegen habe ich das folgendermaßen gemacht. Wir gehen hier in die leichte Streckung rein, aber wir sparen uns sozusagen den Seitenwechsel. Wir bleiben auf einem Seitenpaar. Und dann sieht das Ganze nämlich so aus. Und dann startet ja die Melodie wieder von vorne. Ich spiele dir das noch einmal ganz kurz langsam vor von der Position aus, die ich eben erwähnt habe. Also eine Unde, zweie Unde, dreie Unde, viere Unde. Und dann geht die ganze Melodie wieder von vorne los, ne? Und dann bis hierhin gespielt. Und jetzt von hier müssen wir jetzt mit dem Zeigefinger einmal die Abrolltechnik nutzen, dann da über den Ton anschlagen und dann wieder abrollen, aber ganz unten auf der hohen E-Saite das C wieder anschlagen. Das heißt, dass wir sogenannten String Skipping machen, eine Saite überspringen. Und dann. Und dann spielen wir hier einfach im Endeffekt eine Tonleitersequenz doppelt an, ne? Sowas hier. Das ist die Melodielinie. Und dann beginnt im Endeffekt das Intro nochmal mit den Power Chords. Wiederholt sich auch zweimal. Und dann kommen wir in die Melodielinie hinein. Und die ist wunderschön geschrieben. Und was wir jetzt machen, ist, wir sliden jetzt in den Ton hinein. Und zwar mit dem Mittelfinger. Und dann müssen wir hier mit dem Ringfinger wieder im 12. Bund auf der G-Saite abrollen in den 12. Bund auf der D-Saite. Gleiche Melodie. Das ist das ganze Ding. Das Muster ist, wie gesagt, nicht so schwierig, wie es aussieht. Rhythmisch ist es ein bisschen tricky. Macht euch da nicht verrückt. Versucht so ein bisschen vom Gehör mitzuspielen. Und ich spiele das jetzt noch mal einmal ganz langsam vor und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen. Und dann ist das Ding auch durch. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen. Bis zum nächsten Mal, Metal Mike.